Dr. Zhivago Medley, Akt 2, Drehtag 1. Wir stehen hier auf dieser Wiese und bauen gerade unser Set auf, weil wir heute die Kreiselszene drehen werden. Zumindest werden wir es versuchen. Und ja, es ist viel zu gutes Wetter eigentlich für die Thematik des Videos, aber... Also irgendwie in die Richtung. Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Seid ihr motiviert? Jo. So, ja. Ja, ja. Ja? Das freut mich. Ich möchte übrigens auch mal ins Video. Na, das müssen wir uns doch überlegen, ob wir das genehmigen wollen. Wunderbar. Die Haare sind übrigens echt. Wunderbar. Okay. Ich habe gerade so gut gefilmt, als hätte ich nicht 2 Jahre bei einem Filmprojekt Kamera gemacht. Ne? Wir sind sehr motiviert und jetzt müssen wir das auch abbrechen, weil sonst ist der Akku alle, bevor wir angefangen haben. Wo geht das? Warte aus? Hier. Nice aussehen. So, wir haben den Viktor Komorowski einfach spontan umbesetzt. Nein, es ist, geht nur darum, wir haben jetzt ein Double, weil wir cool sind, wir können es halt. Haben wir uns extra das, ein Double geleistet. Bedeutet, dass Strelnikov und Viktor jetzt zusammen auf einer Aufnahme sein können. Geil, oder? Ich mache gleich noch ein Foto, so wie ihr da steht. So, wir melden uns zurück. Eine kurze Snackpause und Umzugspause. Eure Durchlauch zieht sich jetzt um. Ja, Durchlaucht im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen noch den Kamarowski festhalten. Der ist noch wichtig. Der mit dem Knäckebrot. Der mir meinen Bart geklaut hat. Ja. Warte. Bam, bam, bam. Ich glaube, so nah kann ich gar nicht ran. Ja. Wir melden uns dann später wieder. Jo. Seid mal lustig. Nichts an diesem Kostüm ist lustig. Hörst du schon? Wenn du was machst, sagst du, oder? Bist du schon dran? Ja, ja, ich dachte, ihr habt was zu erzählen. Wir hatten gerade unseren ersten Sturz ums Set. Ja. Und zwar da. Der Lauch hat sich volle Breitseite da passiert. Ja, und die Spuren, ich weiß nicht, sieht man das hier? Nee, das ist getroffen. Es ist halt nass, ne? Naja. Ja, es ist halt nass. Oh. Und da drüben? Sieht man noch die Spur? Man muss halt Opfer bringen, wenn man gute Filme haben will, muss man Opfer bringen. Aber mir geht's gut. Ich hab's immer gut. Jessie geht schlechter. Ja, das stimmt. Sie hatte gerade einen Hauch mit dem Lauch. Ja. Möchtest du davon erzählen? Nein. Bist du verstört? Darüber möchte ich nicht sprechen. Das ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Okay. Du hast da Dreck am Arsch. Aber guck mal, der trocknet schön. Ja. Das ist auch kannst du jetzt wieder wegrummeln? Ja, es ist Rummeldreck. Ich bin begeistert. Noch irgendwo auf der Wiese stehen? Ja. Wir haben Hunger. Hm. Mittagspausenzeit. Hab's geschafft! Hat er bestimmt voll gut gesehen. Ja. Meine Arme bestimmt, glaube ich auch. Aber wir sind sehr stolz. Das Schwerste ist erledigt. Beste. Fertig. Wir sind so gut. Wir müssen noch vloggen. Ach so. Ich werde gerade umgezogen. Oder an. Nee. Wir wollten nur keine Schleichwerbung machen für Marken. Hübsch gemacht. Mein Verfolger macht mich hübsch. Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Also dafür, dass und ich die Sonne geht ganz wunderschön unter. In Griesbach. Toll. Im Land der 1000 Bäume. Dafür, dass ich gerade gefühlt durch halb Russland gerannt bin, geht's mir echt gut. Jetzt gibt's gleich was zu trinken. Gott sei Dank. Sie freut Rum. Mich. Rum! Wie echte Piraten. Dann wären wir wieder bei Jack Sparrow. Ich will eigentlich Wodka sagen, ne? Und Wodka macht doch mehr Sinn. Ja, ja. Wir sind Russen. Das ist das mit dem Piratensein ist so tief in mir drin. Ja. Mal weiter filmen. Ja. Also, Drehschluss Tag 1. Und jetzt geht es daran, ein bisschen zu sortieren und schneiden. Ja, die erste Szene zu schneiden, weil wir nicht genau wissen, ob die so funktioniert, wie wir die gedreht haben.
Wir hoffen es, weil das richtig cool wäre. Ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin übrigens auch da und ich habe eine gekonnte Hochsteckfrisur jetzt. Das müssen wir mal kurz festhalten für die Nachwelt. Ich muss fokussieren, warte kurz. Ich will nicht fokussieren. Wieso nicht? Ah, jetzt so. Ah, guckt euch das an. Das ist absolute Kunst. Jessie hat nämlich heute, glaube ich, so mit zum ersten Mal in ihrem Leben einen Mann gespielt. Ja. Und wie war's so? Möchtest du davon was sagen? Ich war froh, als es wieder runter war. Also hast du dich nicht männlich gefühlt, ja? Nee. Du hast noch ein bisschen Bartschatten dran. Ja, na, das ist okay. Das ist Contouring, okay? Ja. Das ist für die Cheekbones. Make-up-Artist hier? Ja, genau, unser Make-up-Artist. Und da seht ihr sogar schon einen kleinen Spoiler. Und wir freuen uns auf morgen. Denn da geht's weiter. Genau, und wir trinken jetzt noch schön Tee und machen es uns gemütlich und dann geht's Alkohol! Abendessen. Alkohol! Voll die Smartphones auf dem Tisch gerade. Meins ist auch da irgendwo, aber meins liegt ja gerade nicht mal in der Ruhe. Genau, und wir haben heute viel Mist gemacht. Sehr viel Mist. Timo ist mehrfach hingefallen. Ja. Einmal sogar. Unfreiwillig? Ja, ein paar Mal sogar freiwillig. Und ich habe Kratzer. Das musst du jetzt aber mal. Ja. Ich weiß nicht, ob man. Das sieht man hier bestimmt nicht so gut. Nee, ich glaube nicht. So. Aber den hier sieht man richtig gut. Richtige Kriegswunden. Richtig, ja, genau. Na, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich fühle mich, als hätten wir Jurassic Park gedreht. Oder Jurassic World. Und ich hätte so Dinos so am Arm gehabt. Fühlt sich das an. So, na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Vom Dr. Zhivago Filmset Tag 1. Tschüss. Janine? Es ist halt nicht mal scharf, aber hey. Jetzt bist du scharf. Ja, wir vloggen. Hallo Menschheit. Und herzlich willkommen zu Dr. Zhivago Medley, zweiter Akt, Drehtag 2. Wir hatten gerade ein Problem. Das Struggle war real. Weil wir einen Feuerwehrturm brauchten mit einer Leiter. Aber da war das Gelände eingezäunt und mit Schlössern versehen. Die waren da vorher nicht. Blöd. Ja, und jetzt konnten wir da nicht einfach einbrechen, weil wir alle volljährig sind. Das hätte Konsequenzen mit sich gebracht. Deswegen, da ist die Antwort. Die Lösung. Für das Turmproblem. Wow. Seid gespannt. Beste. So, ihr Lieben, die ersten Strelnikov-Szenen sind jetzt im Kasten. Und jetzt geht es an die Todesszene. Tag 2 und ich werde sterben. Genau, hast du noch ein paar letzte Worte? Ich möchte meinen Kostümbildner danken, meiner Maskenbildnerin möchte ich danken. Aber wir haben ja morgen noch eine Strelnikov-Szene, oder? Ja, das ist halt nicht so. Naja, aber trotzdem. Ja, okay. Ich möchte Lara danken. Die ist hier. Hallo Lara. Meinem Fernglas, der Naomi für das Fernglas? Ja. Oh. Dem Schnee möchte ich danken. Der Schnee ist übrigens hier. Und den Blutkapseln, die ich gleich dazu verwenden werde. Ja, na dann würde ich sagen, frohes Sterben! Und vor allem dem Rauch dafür, dass Lara entführt und ich mich deswegen umbringe. Dem müsste ich natürlich am meisten danken. Ja. Möchtest du noch kurz die Varianten erklären, wie man sich erschießen kann? Ja, klar. Es gibt halt mehrere Varianten, wie man sich jetzt letztendlich erschießen kann. Frauen bevorzugen eher dieses hier. Mit der Waffe in den Mund. Und dann gibt es Männer, die eher den hier machen. Und wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir das hier machen, weil das irgendwie dramatisch aussieht. Ja, in Leipzig wurde das auch so gemacht, vermuten wir. So, oral erschießen. Genau. So, was möchtest du noch dazu sagen, Janine? Jetzt sehe ich die Pistole als sehr fallisch. Gut. Das ist toll. Das wird rausgeschnitten auf jeden Fall, weil das kannst du so nirgends hochladen. Gut, wieso, dann. Verstehe ich gar nicht. Jetzt nochmal frohes Sterben. Dankeschön. Ich vlogge. Hallo. Vlog. Wir tun schon wieder verbotene Dinge. Ja. Also wir drehen jetzt den Teil, wo Juri fast tot ist. Und Lara, hallo, ich bin hier. Drugs for life. Meine Augen sind. Der Teil, wo Juri fast tot ist und sich mit Lara rettet, quasi. Ja, nachdem ich heute Morgen gestorben bin, dachte ich, ich bin jetzt mal halb tot. Weil es kommt nach tot, wenn ich wieder leben will, um dann zu sterben.
schon traurig. Genau. Und Janine, was sagst du dazu? Bleibst vor Leid. Willst du vielleicht kurz ins Bild kommen, damit die Leute sich davon überzeugen können, dass du noch lebst? Ja, ich bin halt nicht gestorben. Das war ein popular belief, bin ich nicht tot. Sehr schön. Und jetzt an die Arbeit. Hallo, Friends. Hallo. Na? Ihr müsst moderieren. Wir sind jetzt am Ende des zweiten Drehtages. Und wir haben gerade die Abschlussszene mehr oder weniger gedreht. Und mir ist kalt. Mir auch. Da kommt ein Cutter. Ich glaube, die sieht für dich. Doch, doch. Ja, der weiße Fleck. Oh. Oh. Dann will ich nicht weiter stören. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Vor allem, wenn das alles in einem zusammengeschnitten wird. Okay. Lara ist viel zu begeistert von diesem Ort. Ich bin begeistert von diesem Ort. Hallo. Filmen wir schon? Ja. Achso. Juri. Andrewitsch. Chivago. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Dr. Chivago Medley Akt 2, Drehtag Nummer 3. Die Nerven liegen blank. Ja. Und es ist kalt. Es geht. Es geht, ja. Aber wir sind gut vorbereitet. Und wenn wir heute viel schaffen, dann sind wir fast durch. Ja. Wir haben nämlich gar nicht mehr Zeit. Das ist gut. Ja, wir sind alle ordentlich eingefroren. Haben in Koks gebadet. Ah, wie viel soll ich denn hier rausschneiden? Nein, du musst immer dieses Bing. Drugs for life. Ja, die Drugs for life. Also, wenn du das überkleben willst, weiß ich auch noch nicht. Naja, das muss wohl drin sein. Okay. Aber nehmt euch kein Beispiel dran. Wir sind nicht so die beispielhaften Menschen. So, na dann. Viel Spaß. Und bitte. Uns. Und danke fürs Zuschauen. Oder so. So, die Mittagspause ist jetzt vorbei. Ja. Wir sind alle gestärkt und voller Elan, wie man sieht. Und wir lässt jetzt heute auch noch fertig zu machen. Ja, jetzt geht's weiter. Genau. Juhu! Wir müssen noch ein paar Szenen drehen. Wir mussten schon streichen, damit wir das alles hinkriegen. Jetzt werden noch ein paar Szenen gedreht. Streichen? Naja, gestern haben wir ein paar Szenen rausgestrichen. Ach, wir haben Szenen rausgestrichen? Ja. Was und jetzt müssen so Wände. Nein. Ja, genau. Wir haben ja alles umgestrichen. Wir haben renoviert. Umgestrichen, gedruckt. Egal. Und jetzt schauen wir, dass wir das dramatische Ende noch möglichst dramatisch filmen können. Und wir sind gar nicht müde. Meine Hand glitzert. Gott sei Dank ist nur was Interessantes passiert. Das war jetzt das Interessanteste, was in diesem Plan passiert ist. Probably, ja. Okay, cool. Geht weiter. Auf die Tassen, fertig. Flug. Fantastisch! Zeig noch mal bitte unseren Zuschauern dein Mönch. Dein Mönchscheitel. Das ist fantastisch. Das ist unglaublich. Bruder Johannes. So. Ein kurzer Vlog. Genau. Zur letzten geplanten Juri-Szene. Falls wir nichts nachdrehen müssen, denke ich. Wir können nichts nachdrehen. Nee, wir haben einfach keine Zeit nachzudrehen. Ich wollte schon Foto. Wir werden geflockbombt. Geflockbombt. Also erst geflockt, dann gebombt. Passt gerade ganz gut. Ja. Weil ich gerade schon wieder gestorben bin. Ich weiß nicht, zum wiederholten Male. Und jedes Mal dreimal irgendwie. Ja. Abgrundtiefe Verzweiflung. Abgrundtiefe Verzweiflung. Die haben es ganz nah bis ich. Genau, und jetzt machen wir noch den Lauchowitsch. Lauro Dubelovic, den Kamerad Ofsky. Mit dem freshen Make-up. Mit der Kamera Lara? Kamerala? Es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Nee, ich glaube, die mögen meine Wortspiele nicht.
Komagotski. Mit dem Eyeliner. Oh, wow. Ja, stimmt, wir haben den schönen, am schönsten geschminkten Komarowski überhaupt. Oder? Das sieht richtig stylisch aus. So, seid ihr bereit? Ja! Seid ihr bereit? Ein Captain! Gebt das nicht vor! Seid ihr bereit? Ja. Wer wohnt in Griesbach und das liegt nicht am Meer? Oh, Winschuh. Drowski. Okay, los jetzt. Okay. Hallöchen. Letzter Vlog des Tages. Dritter Drehtag. Wir sind fast mit allem durch. Wir sind gerade mega happy, weil wir jetzt auf die letzten Sekunden nochmal eine richtig tolle Aufnahme hinbekommen haben. Und gleich ist der Akku alle. Zumindest in Videoüberzeugung. Hoffentlich quatschen wir jetzt nicht und der Akku... Nö, aber das Licht, ne? Das Licht ist toll, oder? Und Applaus für das Licht. Applaus für das Licht. Applaus für unser seit heute Stanley Kopfkugel. Ja. Struel. Ja, so. Und der Lauf ist jetzt auch durch. Genau. Und jetzt haben wir morgen nur noch eine Szene für das. Wir haben morgen nur noch Tonja und Lara. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt frei. Na dann, Feierabend. Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Zhivago Medley, zweiter Akt, Drehtag 4. Ja. Juhu! Die letzten Szenen werden gedreht. Genau, und ich bin gerade eine Mischung aus Lara und Tonja. Was ist denn als nächstes? Ich glaube, Lara ist... Ja, schlauer Zettel. Eigentlich muss Tonja jetzt sich nur noch zu Lara umdrehen. Hm. Und dann müssen wir rausgehen als nächstes. Und dann sind die Lara-Szenen später theoretisch. Ihr seht, wir haben wieder alles auf einen Zettel geschrieben, damit wir ja nichts vergessen. Ja. Und hoffen, dass es dann wirklich so wird, wie wir uns das vorstellen. Genau. Wenn zwei Leute dieselbe Rolle spielen und wir keinen Greenscreen haben, ist das immer sehr schwierig. Obwohl es in einigen Szenen tatsächlich so aussah, als hätten wir einen gehabt. Ja, das sind dann die großen Special Effects der Kunst. Aber hey, wird gut. So, kann losgehen. Erzähl was. Wir drehen jetzt Tonjas letzte Szene. Und dann ist Mittagspause. Und wir haben einen neuen Mitarbeiter. Ja. Sieht man ihn? Ja, ein bisschen. Sag hallo, Pupsi. Ich glaube, der will. Hallo. Genau. Und da ist unsere bezaubernde Hauptdarstellerin. Und eine Kerze. Und eine Kerze. Oh, da ist er ja nochmal. Hat er sich anders überlegt? Nee, er ist irgendwie heute nicht so viel im Gehen. Ich weiß auch nicht. So, möchtest du noch irgendwas sagen? Dann gibt's Bolognese. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Okay, möchtest du dich von deiner Rolle Tonja verabschieden? Nee, weil ich glaube, dass ich die früher oder später nochmal machen werde. Ja? Hm. Surely? Ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht bei den Dreharbeiten? Als Tonja? Ja. Ich glaube, der Antrag. Und Watch the Moon. Tatsächlich. Hm. Sehr schön. Na gut, dann wollen wir dich nicht weiter stören beim Arbeiten. Wir sagen Tschüss und bis später. So, die Mittagspause ist vorbei. Wir drehen jetzt die letzten Szenen mit Lara. Und das Stativ hat sich von uns verabschiedet. Rest in Peace, Stativ. Du hast 2 Jahre lang, naja gut, nicht ganz. 2017? Doch, 2018. Naja, ein Jahr und ein paar Monate. Einen tollen Dienst geleistet. Und jetzt, für den Start. Ja. Und jetzt ist halt die Halterung kaputt. Aber zum Glück haben wir noch ein weiteres Stativ. Ja, wir sind sehr gut vorbereitet. Und jetzt geht's weiter. Ohne Pause. So, die letzte Szene ist jetzt im Kasten. Von Dr. Zhivago Medley, Akt 2. Und generell vom Dr. Zhivago Medley. Und wir sind richtig begeistert. Ja.
haben wir jetzt nochmal versucht, unsere Kreativität ein bisschen anzukurbeln. Hoffen natürlich, dass es gut geworden ist. Ja. Und gleich gibt's Kuchen. Gleich gibt's Kuchen. Und dann sichten wir das Ganze nochmal. Es ist irgendwie merkwürdig, dass es vorbei ist, auch wenn es sich richtig seltsam anhört, weil es nur ein Video ist irgendwie. Ja, aber man muss ja verstehen, wir haben, also ich jedes Mal hierher mit den ganzen Kostümen, die ich mitgeschleppt habe, diesmal auch noch Stativ und Kamera. Ja. Und welchen Stativ. Aufwand wir betrieben haben, wie langfristig wir das planen mussten tatsächlich. Wie viel Arbeit denn da steht, hätten wir selber gar nicht gedacht. Wir haben jetzt 5 Drehtage gehabt. 5? 4. Das ist der 4. heute. Okay, beim letzten Mal hatten wir 3, diesmal hatten wir 4. Ja. Ich werde Lara vermissen. Ich werde Strandico vermissen. Und Juri ist natürlich auch dran. Ja. Wenn man fantastische Spielpartner hat, ist jede Runde schon. Ja. Oh. Ach, es ist vorbei. Und es ist nicht wirklich klar. Bitte lass den Text nicht. Da drüben steht Parken verboten. Deswegen würde ich sagen, also, Ende. Tschüss aus Russland. Tschüss. Wir melden uns. Und viel Spaß beim Video.